Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Psyok und erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Und heute gibt es mal nach übertrieben langer Zeit wieder ein QSG-Video. Ach du Scheiße, es kam wirklich übertrieben lange nicht mehr. Es ist schon richtig heftig, wie lange ich keinen PvP mehr gebracht habe. Und allgemein dieses Gefühl, nach langer Zeit mal wieder ein PvP-Video zu bringen, ist schon ein bisschen komisch. Deswegen muss ich jetzt allererstes gucken, dass ich gleich nicht sofort sterben werde. Denn an alle, die mich noch von damals kennen, ich glaube, ihr wisst, ich bin nicht der Beste im PvP. Nochmal hier kurz was eingeblendet, damit auch alle Neuen wissen, wie krass ich denn damals war. Ich weiß auch, viele haben sich wieder gewünscht, viele haben es auch schon vermisst, diese ganzen PvP-Videos auf meinem Kanal. Alles klar. Okay. Hä? What the fuck, Gomme? Aber Freunde, darum soll es gar nicht heute gehen, denn, oh, ach du Scheiße. Denn Freunde, auf jeden Fall geht es heute um etwas ganz, ganz anderes, denn ich glaube, die meisten wissen, ich bringe auf letzter Zeit auf meinem Kanal nur noch so Neulinge und so weiter, also halt eher so Sachen, die nichts mit PvP zu tun haben, das heißt kein Skywars, kein QSG, kein sonst irgendwas, ja. Also in letzter Zeit kommt einfach nur noch Neuling und allgemein sonst irgendwelche anderen kleinen Videos, vielleicht ein paar Sketches oder so, aber das war's dann auch. Und ich würde sagen, bei 6 Likes kommen wir mehr Videos. Nein, Spaß beiseite. Und jetzt kommt auch schon zum wirklich wichtigen Thema des Videos, zu dem Grund, weshalb ich dieses Video denn überhaupt mache. Denn Freunde, ich glaube, die meisten müssten wissen, dass Neuling jetzt nicht gerade ein Zuckerschlecken ist, ne? Das ist schon wirklich mega die Arbeit und da sieht man, glaube ich, auch schon, wenn ich sozusagen schon mehrere Tage dran sitze, dann wird das Projekt auch schon umso besser. Das heißt, wenn ich jetzt nur einen Tag Zeit habe für Neuling, dann ist auch allgemein die Story und so weiter schlechter und allgemein die Maps und so weiter, das Bauen davon, das dauert schon übertrieben lange. Deswegen, Freunde, habe ich mir sozusagen überlegt, dass ich mir sozusagen ein Neuling-Team zusammensuchen möchte. Denn Freunde, wenn Neuling vorbei ist, ich glaube, ich werde irgendwie 15 Folgen machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn Neuling vorbei ist, dann werde ich sozusagen schon das nächste Projekt anfangen und auch dafür werde ich sozusagen ein Team brauchen, ein aktives Team, ein Team, was ziemlich kreativ ist und so weiter. Deswegen könnt ihr euch jetzt sozusagen einfach bewerben. Addet mich einfach auf Skype, da heiße ich einfach Psyok, einfach mal adden und schreibt mich mit Hashtag Neuling an, denn dann werde ich wissen, dass ihr diesem Team beitreten möchtet. Auf jeden Fall, Freunde, sind sozusagen eure Aufgaben dann in diesem Team, dass ihr einfach mich supportet, dass ihr mir einfach helft und so weiter. Also ich werde wahrscheinlich ein paar Leute dann davon auch auf den Server lassen. Sagen, den greifen wir einfach jetzt mal YOLO an. Jetzt so ein Eisenschwert, aber ich glaube, wir haben ein besseres Equip und ja, das war ein dummer Move. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser gekämpft, hätte ich ihn, glaube ich, sogar noch gekillt, denn war schon ziemlich low. Auf jeden Fall, Freunde, würde ich sagen, war es auch schon mit diesem Video. Ich weiß, es ist wirklich ein mega kurzes Video, aber, Freunde, ich wollte einfach nur kurz ansprechen, dass ich jetzt sozusagen ein Team suche für Neuling, damit ich jetzt auch viel bessere Videos bringen kann, denn es ist einfach mega, mega viel Arbeit und mit einem Team kann man das Ganze einfach viel, viel besser machen. Deswegen einfach mal auf Skype adden, da heiße ich Psyok. Wenn ihr mir helfen möchtet, die Story zu schreiben, diesen Server aufzubauen, beziehungsweise allgemein irgendwelche Ideen zu liefern, dann könnt ihr gerne diesem Team beitreten und wir werden natürlich logischerweise auch ab und zu dann auf dem TS chillen und so weiter und dann halt auch ein bisschen miteinander reden, beziehungsweise einfach mal ein bisschen über Neuling oder sonst irgendwelche anderen Dinge quatschen. Deswegen würde ich mich wirklich mega freuen, wenn ein paar Leute dazukommen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Arrivederci. Ciao.